mir alles weg. Ihr kommt hier nicht vorbei. Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Wer meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt's alles rund um das Thema VR, egal ob Hardware, Gameplays, die Dienstags-News-Sendung, die jeden Dienstag um 20:15 startet, findet ihr alles hier auf meinem Kanal. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euch hier wiedersehe, also einmal kurz auf den Abo-Button drücken, würde mich echt freuen. Und wenn euch das Gameplay natürlich hier gefällt, gerne auch ein Like da lassen oder einen Kommentar. Ihr könnt gerne mal kommentieren, ob ihr das Spiel auch gut findet, ob ihr es nicht gut findet oder ob ihr eine kleine Kritik habt. Von mir aus auch eine Kritik an meinen Kanal. Wenn es eine vernünftige Kritik ist, bin ich dafür natürlich auch offen. Ja, Leute, wir haben Stack Defense gezockt und wer mit wir gemeint ist, ist der Chris Reality, der Hoshi 82 als Nachzügler quasi und dann einer der Entwickler, der Alexander, der nennt sich einfach Wolverine. Und ja, wir haben einmal Dreier-Match gemacht und dann auch Vierer-Matches und hat echt Bock gemacht. Also ich habe es ja mal 1 gegen 1 gezockt, da ist es noch so einigermaßen ja witzig, aber also mit 4 Spielern entfaltet das Game einfach ja das volle Potenzial, sage ich mal, vom Spaßfaktor her. Und wir haben immer 2-Minuten-Matches gemacht und das reicht völlig aus, also ist schon ziemlich anstrengend das Ganze. Wir haben einen Tisch vor uns, rechts neben uns ist eine, ja, so eine Teleportsäule, nenne ich sie einfach mal. Da kommen von unten immer Blöcke raus. Die können wir uns schnappen und müssen die auf den Tisch stapeln. Diese Blöcke sind so ein bisschen, ja, gummiartig und wenn man die so ein bisschen ineinander steckt, kann es passieren, dass die auch schon mal wegplatzen oder weg nach links oder rechts kippen oder wegspringen. Also ist auch nicht ganz einfach, das zu stapeln. Sind jetzt keine Steine, die wir hier stapeln, sondern wirklich ja, etwas leichtere Objekte. Und ja, Ziel ist es, so viel wie möglich von diesen Blöcken auf unseren Tisch zu stapeln. Wir haben dazu einmal ja eine normale Hand zum Greifen der Blöcke und dann haben wir eine Hand mit einem Schild und einer Pistole und einmal können wir mit dem Schild gegnerische Schüsse natürlich abprallen lassen. Die kann man eventuell auch so abprallen lassen, dass die wieder zum Gegner zurückgehen oder zu einem anderen Gegner. Also ist alles möglich und ja, wir können natürlich auch mit der Pistole auf gegnerische Blöcke zielen, um, ja, wenn die Leute zu viele Blöcke gesammelt haben, man sieht das ja, dann muss man gucken, dass man die dezimiert und das kann man am besten machen, wenn man da drauf schießt. Also echt sehr cooles Game, meiner Meinung nach. Einfach mal ein bisschen, weiß ich nicht, auch wenn es nur 15, 20, 30 Minuten sind, also da kann man echt Bock haben. Da kann man echt Spaß haben und zu viert macht es echt mega Bock, war auch anstrengend, ist leichter gesagt als gespielt, sage ich mal, weil teilweise von allen Seiten diese Schüsse kommen, die man abwehren muss, wenn man seine Blöcke behalten will. Und ja, nach dem Ablauf der 2 Minuten, den Timer kann man natürlich auch höher setzen, ist die Runde zu Ende und dann gewinnt halt der, der am meisten Blöcke auf dem Tisch da gestapelt hat. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal kurz auf itch.io an. Es ist ein Game, was quasi ja, für die Quest 1 und 2 verfügbar ist, für Mixed Reality Brillen, für PC VR. Das Ganze kommt auch noch auf Steam VR raus. Momentan ist es auf itch.io verfügbar. Und es gibt auch Crossplay, das heißt, wir können mit ja, PC VR Headsets gegen die Quest auch zocken. Also das funktioniert ohne Probleme, denn der Alexander, der Wolverine, der hat eine Quest 2 gehabt, mit der er gespielt hat. Der Chris hat eine Pimax gehabt, ich habe eine Valve Index gehabt und ich glaube, der Hoshi hat auch die Valve Index gehabt. Also ging ohne Probleme, wunderbar. Und das finde ich cool, dass Crossplay muss es viel öfters geben und das Spiel zeigt halt einfach, dass es auch möglich ist. Und ja, bei itch.io kostet das Ganze $9.99. Ich glaube, das sind auch dann 10 Euro. Und wir bekommen hier einmal die Stack Defense APK-Datei, damit wir die auch auf die Quest installieren können. Und dann haben wir auch nochmal Stack Defense Zip. Das ist quasi die PC-Version. Und die hat echt gut funktioniert. Die sind nicht fertig mit dem Game. Das heißt, es wird immer noch weiter
entwickelt, verbessert und da kommen auch noch verschiedene Game-Modis rein, ein Experience-System, dass wir wirklich Punkte sammeln, im Rang aufsteigen und dann verschiedene Sachen freischalten können, wie hier solche Teile an dem Roboter, andere Gesichter und so weiter und so fort. Das soll alles noch eingebaut werden. Und hier haben wir die Steam VR-Seite. Ist immer noch nicht hier erhältlich wirklich, aber ich denke mal, das folgt dann irgendwann bald, wenn sie ja einen guten Stand haben. Könnt ihr euch ja, wenn ihr euch das Spiel interessiert, gerne auf die Wunschliste setzen. Ja, Link ist unten in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Wir gehen ins Game und danach auch ins Gameplay. Erstmal gibt es eine kleine Einführung ins Menü. Danach zocke ich dann mit dem Wolverine und dem Chris Reality. Und später ist dann auch noch der Hoshi 82 dazugekommen. Und dann gibt es halt das Vierer-Match. Und alle Links stehen unten in der Beschreibung. Besucht einfach mal auch den Chris Reality und den Hoshi 82. Die haben auch echt coole VR-Kanäle. Also solltet ihr definitiv mal draufschauen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gameplay. So Leute, willkommen bei Stack Defense. Und bevor es losgeht hier mit dem PvP-Gemetzel, sage ich mal, wollte ich euch das Spiel so ein bisschen vorstellen, das Menü vorstellen. Und ja, wir haben hier einmal eine Serverlist, die ist natürlich jetzt leer. Dann haben wir hier Create Room, damit können wir ja Serverräume erstellen, wo dann maximal 4 Leute spielen können. Das zeige ich euch gleich. Dann haben wir Customize Avatar und da geht dann hier dieses Menü auf und dann können wir hier das Ganze noch editieren, wie unser Avatar aussehen soll in der VR-Welt für unsere Gegner natürlich. Und ja, da kommen auch immer wieder welche Sachen dazu. Es gibt später auch freischaltbare Dinge, die wir über Experience-Punkte dann ja, freischalten können. Und ja, hier haben wir noch die Hände, die wir uns aussuchen können. Dann haben wir hier noch so eine Art ja, Tattoos, sage ich mal, waren das, oder Aufkleber für unseren Robo. Müssen wir jetzt mal schauen, wo die erscheinen. Da oben habt ihr gesehen, das Herz. Oder hier haben wir auch noch mal die Zielscheibe. Auf jeden Fall, das können wir uns hier noch aufkleben. Dann machen wir das Ganze mal als Confirm. Dann speichert der das ab. So, und dann haben wir auf B, also bei mir ist es B mit den Valve Index Controllern, da öffnen wir das Menü. Hier können wir uns die Lautstärke von der Musik noch anpassen. Die Musik ist vom Chris Reality, der hat 5 Songs hier für gespendet und er macht sowas ziemlich gerne als Hobby und er hat ein paar echt coole ja, Lieder reingebaut. Die kann ich euch gleich nochmal zeigen, wenn ich in Create Room Menü bin. Und ja, hier können wir noch auswählen, ob wir männlich oder weibliche Sprachausgabe haben. Ja, Grafik können wir hier, Anti-Aliasing habe ich auch 4-mal stehen, könnt ihr halt entweder ausschalten, 2-mal, 4-mal oder 8-mal. Hier habt ihr die Controls, die könnt ihr euch ein bisschen anpassen, wie ihr wollt. Dann ist noch hinzugekommen, dass ja, Links- und Rechtshänder dass man das nicht wirklich hier swappen kann. Also man kann nicht wirklich auswählen, ob man das Schild links oder rechts hat und mit welcher Hand man dann swappt. Oder stackt, eher gesagt. man wählt ja hier diese Blöcke aus und legt die dann auf den Tisch. Und ja, der Hoshi hatte da Probleme mit, weil er Linkshänder ist. Und das soll auch noch eventuell hier eingebaut werden, damit man das dann auswählen kann. Dann haben wir hier nochmal so einen Recenter-Button. Dann können wir unsere Höhe anpassen. Das können wir auch mitten im Spiel machen. Auch kein Problem. Und dann haben wir hier Create Room. Und hier können wir einstellen, wie der Servername lauten soll. Oder was die Leute dann dafür sehen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das hier war. Auf jeden Fall können wir hier auswählen, wie viele Leute maximal auf den Server draufkommen sollen. Hier haben wir die Game Time. Also 120 Sekunden ist schon ziemlich anstrengend, sage ich mal, wenn man mit 4 Mann spielt. Wir spielen einmal gleich mit 3 Mann und dann kommt später der Hoshi dazu. Und ja, 120 Sekunden haben mir echt gereicht. So, und hier haben wir die Musik. Wir kommen einmal random oder hier haben wir die ganzen Sachen
die der Chris auch so gemacht hat. Ich mache mal so ein bisschen lauter. Kann man da so ein bisschen reinhören. Das ist zum Beispiel ein Lied, was der Chris gemacht hat. Ich glaube, das ist das Originale, was von Anfang an schon hier in Stack Defense dabei war. Dann hat er hier Drum in the Wood. Hat der Chris noch eingebaut. Und dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, unseren Himmel auszuwählen. Ne, hier sehen wir, dann ändert sich direkt was. Dieses Bild hier gefiel mir am besten, aber da könnt ihr euch natürlich aussuchen, was ihr da gerne haben wollt. Und ich finde die Songs, die der Chris gemacht hat, echt cool. Also hat mir gut gefallen. Passt zu dem Spiel hier auf jeden Fall. Wie Faust aufs Auge, wollte ich fast sagen. Und ja, wenn ihr dann hier random drückt, kommen die halt nach der Reihe oder im Zufallsprinzip, das weiß ich jetzt nicht. Und ja, dann würde ich einfach auf Create gehen und schon ist man im Spiel. Und das ist es erstmal so im Großen und Ganzen. Hier haben wir natürlich die News, was an den einzelnen Versionen halt geändert wurde. Das Spiel ist für die Quest 1, für die Quest 2, für PC VR-Brillen verfügbar. Ich spiele mit der Valve Index. Der Chris hat mit der Pimax gespielt. Der Alex, also einer der Entwickler der Wolverine, der hat mit der Quest 2 gespielt. Und ich glaube, der Hoshi hat auch mit der Valve Index gespielt. Und ja, alle können auch Crossplay miteinander spielen. Das ist das Coole hier dran auch. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gameplay. Ja, Leute, heute zocken wir Stack Defense mit dem Chris. Jo. Und der Wolverine, einer der Entwickler von Stack Defense. Ja, cool. Cool, mal endlich mal mit dir zu zocken. Ja, und mit Chris Musik auch, ne? Wie ihr hört, das von Chris die Musik. Er hat, wie viel waren es? Fünf Titel? Fünf Titel, genau. Ja. Ja, also cool. Chris, auch kein Strike von YouTube, ist ja meine Musik. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los und viel Spaß. Ah, okay. So. Go! Hey, bis Goy, wurde es erst hier gut. Also es wird echt sehr stressig. Scheiße. Ich vergesse immer neue Dinger hier zu greifen. Ja. Oh, das ist eine reine Übungssache. Ich glaube, da bist du mit der Quetz im Vorteil, ne? Du kannst dich schneller bewegen. Oh, da merkst du eigentlich keinen Unterschied. Ach, scheiße. Ist nur, weil ich das jetzt schon seit einem halben Jahr spiele. Oh, ey, wenn hier beide schießen, dann ist es echt schwierig. Scheiße. Ja, ich hab's ja schon fast gedacht, hier schießen sie beide gleichzeitig auf mich. Na, du hast bis jetzt meiste, ne? Ach. Ich verpasse immer hier den Einsatz. Ja. Wenn du den Arm ausstreckst, kriegst du eine leichte Vibration, sobald einer durch die Hand fliegt. Das nur als Tipp. So schnell ändert sich die Lage, Chris, hä? Oh je, ey. Ach, Scheiße. Das ist natürlich blöd, wenn dieser runterfällt. Alter. Den konnte ich gerade nicht ablenken. Das war gut. Chupac, das hast du mal gesehen. Den hätten nicht viele gekriegt, oder? Komm. Ich brauch mehr Munition hier, mehr Munition. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn es so Special-Items gibt, wo du dann, ich sag mal, ja, so eine kleine Uzi oder sowas kannst, wo du wirklich mal eine Salve rausballern kannst. Ja, wir haben sowas geplant, aber es macht das Spiel zu unübersichtlich davon. 5, 4, 3, 2, 1, time over. Okay, wie viel habe ich? 6? Oh! Boah, da war aber knapp hier. Alter Schwede, Tupac. Respekt. Ja, war sehr knapp. Ja, machen wir nochmal, ja, oder? Ja, natürlich. Ready. 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 Set. Go. Ja.
Ich bin echt zu blöd zum Stapeln. Ich auch, ich auch. Das ist auch eine Frauensache, ne? Darf ich das sagen? Frauen, na klar, da. Und aufräumen. Das ist eigentlich ein Kompliment. Stimmt. Oh, fällt mir denn heute alles runter hier? Oh, Chris. Dafür muss ich dir auch was wegschießen. Ja, ich hab's gemerkt. Oh, manchmal greift er bei mir nicht. So, jetzt aber. Du kannst übrigens auf der Greiftaste oder auf den Trigger greifen. Scheiße. Ah, okay, ich mache immer mit der Grifftaste, aber ist, glaube ich, echt besser, wenn man mit dem Trigger macht. Das ist Gewohnheitssache. Deswegen haben wir beide Tasten belegt. Ey, jetzt schießt der auch noch mit. Ey, da musst du nicht vorgehen, dass hier nicht erwischt wird. Boah, jetzt habe ich mir hier alles zerstört wieder. Wie gewonnen, so zerronnen, ne? Ja, wie zwei kleine Würfel, ne? Also jetzt verliere ich. Übrigens habt ihr schon gesehen, auf der Rückseite der Knarre ist ein Balken, der zeigt den Ladezustand an. Ah, sehe ich. Hm? Ich habe keine Zeit dafür, drauf zu kommen. Oh, Chris! Du darfst nicht. Tu das nicht. Scheiße. Du darfst diese Würfel nicht kaputt machen. Was bin ich hier nur noch am Verteidigen? 5, 4, 3, 2, 1, Time over. Oh, und? Guck mal, wie der hier liegt. Oh. Guck mal, 4, 5, 6. Chris hat gewonnen. Aber gerade so noch. Boah. Gerade so noch. Ey, mit euch ist richtig stressig, so. Oh. Ey, wenn ich mir jetzt mit 4 Mann vorstelle, das ist. Was ist hier los? Ja. Ja, der. Mit meinem Hoshi. Hä? Der Hoshi platzt mal mitten in der Aufnahme hier rein. Kein Problem. Da kann er mitspielen. Ja, Hoshi. Stack Defense. Ja, okay. Jetzt sind wir endlich zu viert. Hoshi ist am Start. Chris Reality ist am Start und der Wolverine. Juhu. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ich danke für die Einladung. Set, go! Ja. Ja, da geht's schon los hier. Oh, Schiat. Da guckt erst mal, wo das Ding noch hingeht. Yo, 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 yo! Und abgeräumt. Alter, alle sind weg. Was ist los mit euch? Flutschen. Quasi außer Hand geschossen. Scheiße, ey. Ist nicht geschossen, du. Wer war das? Oh. Ja, ey, die alle Möbel wieder vom Tisch runter, obwohl ich überhaupt nicht. Hier ist ja was los bei euch, du. Ach nö, das ist doch eine Unordnung hier. Komm. Ah, leck dich doch. Ey, auf mich haben sie abgesehen, das kann doch nicht sein. Leute. Ja, du weißt doch mal, wer am meisten auf dem Tisch hat. Bleibt da mal am Teppich hier. Hey, Chris, ey. Oh, jetzt habe ich mir die weg selber weggeräumt hier. Geil. Du, mit euch ist das ein Stress. Mein. Das kann man im Sommer spielen. Och, Jungs, was ist denn los? Guck mal, ich habe nur noch ein Ding hier. Chris hat mein Schwierigkeit weggeschossen. Haha. Oh, nee. Ah. Ey, hier muss man echt alles. 4, 3, 2, 1, time over. Oh, 3 hab ich. Der Hoshi hat gewonnen. Spiel zum ersten Mal gewinnt. Auf einmal fallen mir die ganzen Dinger von alleine vom Tisch. Ich muss gar nicht mal einer wegschießen. Ja, der sagt ja, der kann nix und dann haut er hier so einen raus. So. Echt. Ja, nächste Runde hier. Ja, echt mal. Ja, direkt 3 auf mich.
Kannst du dich nicht erinnern? Ich hab null! Ach, scheiße, jetzt hab ich das Ding verpasst. Och, Chris, hör auf jetzt! Ich hab nichts gemacht, ich hab nicht mal geschossen. Ja, ich hab nicht geschossen. Nein! Oh, je. Junge. Weißt du, da macht er mit Tupac schön den U-Bahn-Schacht und mit den Spinnen rum. Dann schießt er mir alles weg. Stimmt. Ihr kommt hier nicht vorbei! Ja, hab ich doch was erwischt. Alle. Mir fällt die Scheiße immer wieder runter. Bei mir wird die immer kaputt geschossen, die. Nein! Der Mist. Jetzt habe ich gar nichts mehr stehen. Oh, ich hab eine Fresse, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ja, von allen. Aber wieso springen die immer wie Flummis? Ich raste hier gleich aus, ey. Die darfst du nicht ineinander stecken, das ist Flummis. Das wiederholt sich sein Spiel. Okay, der Tuch oh. Ist viel zu viel. Ja, sehe ich. Ja. Deshalb schießen auch alle auf mich. Auf den nächsten. Da fliegen sie. Hey. Ist halt anstrengend. Sauber. Man muss sagen, die Musik hast du echt gut gemacht, Chris. Vielen, ja, vielen Dank. Ich danke auch vielmals im Namen des Teams. Kein Problem. Ne, wenn noch mehr braucht, sag doch Bescheid. Sag das nicht zu laut, wir kommen noch drauf zurück. Das artet dann irgendwann in Arbeit aus. So, ich hätte jetzt gerne hier ein MG zum Beispiel. Hm? Nee, ja, das so. Ist notiert. Irgendwie so Item, was du zwischendurch mal so schnappen kannst, weißt du, und dann kriegst du irgendein Special-Attribut oder sowas, weißt du. Ein Schutzschild. Schutzschild oder eine Waffe. Hast du doch schon, ja. Ne, so eine Glocke zum Beispiel. Na, drück doch mal auf für 10 Sekunden zum Beispiel. Das wäre cool. Ja. Ja, wir haben da eine kleine Liste, wo sowas drin steht. Alter, ich hab das Gefühl, am meisten Schüsse gehen zu mir. Das Gefühl haben alle. Das ist ja das Schöne bei dem Spiel. Oh Mann. Ah, das hält doch nicht. Scheiße. Ach nein, das ist doch gemein. Jedem das, was er verdient. Warum schießt du mir jetzt alles weg? Ja, Hoshi, ist klar. Oh. Ja. Also ich komme gar nicht zum Bauen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe kein Feingefühl für den Rechner, die scheiß Klötzen hier, Mann, ey! Oh, Chris, hallo? Ach nein! Jo, ist klar! Ach, scheiße. Das hab ich kommen sehen, Chris. Ja, knapp. Oh ja. Ah! Und dann kommt der Hoshi von links so. 10! Nein! 5! 4! 3! 2! 1! Ja! Oh. Hier,
der Tupac, der Junge. Ich bin dafür, dass Tupac raussetzt für eine Runde. Da war gerade echt schwer, das zu verteidigen hier. Aber was macht der Hoshi? Der Hoshi ist sauer. Ist nicht schlimm. Ist alles gut. Das ist ein geiles Bild. Also Hoshi, du möchtest gerne, dass man die Hände swappen kann noch, links, rechts. Ja. Ja. Also mit meiner dominanten Hand die Klötze vernünftig stapeln kann. Ja, wäre eigentlich noch eine gute Idee für euch, oder? Das ist eine viel geilere Idee als die andere vorher. Das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Wir sind ja mal davon ausgegangen, weil man beide Hände benutzt. Ja, für Linkshänder ist das nochmal ganz was anderes, das, ne? Das werde ich nochmal drauf anbringen, ja. Es ist auf jeden Fall schweißtreibend, muss ich sagen. Ja, mir wird auch langsam warm, ne? Also zwei Ründchen wäre ich noch dabei, und ihr? Jo. Wäre natürlich auch was für einen trunken Livestream, ne? Aber ich glaube, da legen wir uns nur auf der Fresse. Oh Gott, ja. Ich bin immer noch für Distance. Na, ich darf nicht nochmal mitmachen, wie gesagt. Entweder alkoholfrei. Ready, set, go! Du kannst auch im Disco spielen, ist ja auch kein Problem. Na, das machst du dann noch dabei. Ey! Schön runtergeschoben, Tupac. Ja, echt. Also, ich muss ja sagen, der Chris ist mit seiner Pimax hier im Vorteil. Ich hab's eigentlich auf groß gestellt. Nein! Oh, warum? Aha. Oh, scheiße. Zu früh gefreut. Oh. Oh, yeah. Noch getroffen. Also. Oh. Oh, der ging durch. Jungens, hört auf zu schießen. Schieß auch noch. Ach, jo, jetzt haben echt alle geschossen. Wer darum bittet, der soll's auch kriegen, ne? Ey. Ja, wer... Ach, guck mal, der Hoshi. Der Hoshi hat sieben. Ja, der ist am Horten. Gleich nicht mehr. Horten hört einen Hu. Ach, ich spiel jetzt Emotionen weg. Guck mal. So ist es. Oh, knapp. Ja, danke. Oh, die springen echt immer so übelst runter. Ja. Du musst dir vorstellen, die sind aus Gummi. Steckt die nicht ineinander. Schön einen Zentimeter vorher fallen lassen. Das ist so. Sonst wär's dazu einfach. 5, 4, 3, 2, 1. Time over. Und? Oh, mir ist noch einer runtergefallen. Boah, gleich dann. 5-5. Schöne Sache. Yes. Ja. Alles Cheater. Hier kann man wenigstens bei der Musik schön abdancen. Yeah! Also der Hoshi, der liest gerade auf seinem Schild. Mhm. Nein, der ist im Menü natürlich. Okay. Ja. Letzte Runde. Jo. Nochmal ready? Yep. Ready, set, go! Man kann die Rundenzeit auch einstellen zur Not, ne? Also. Falls einem doch zu lang wird. Scheiße. Aber ist echt gut. Zwei Minuten ist echt ganz okay. Ja. Ach, Hoshi. Ja, du kannst, glaube ich, zwischen 60 und 600 Sekunden kannst du auswählen frei. Ey, da muss der Hoshi hier überall sein, ne? Ey. Yep. Das wäre sehr langweilig. Yes! So, Tupac hat gar keine mehr. Schön. Aha. Ja, weil die ganze Zeit alle schießen. Hoshi schießt, der Alex schießt. Alter. Jetzt werde ich sauer hier, du. 200 Puls habe ich. Bald. Ah, verdammt. Ah, der Tupac bis zur letzten Sekunde wartet und wird dann doch frei. Junge. Aha. Oh.
Ey. Ja, eins habe ich noch. Wahnsinn. Wahnsinn. Scheiße. Das war zu viel, Leute. Finde ich angenehm. Immer wenn ich mich auf Vorschläge konzentriere, kommt der Chris von hinten und haut mir alles weg. Klingt komisch, oder? Oh, hat er noch gesehen? Och. Na, jetzt krieg ich gar nichts hin. Hier kommen so viele Schüsse. Oh, hier ist schwer leer. Das war es für mich. Zwei nur. Boah. Oh, Chemie. Junge. Aber da merkt man, wie ausgewogen das ist, oder? Schön. Sehr gut. Ja, du kannst dir so viel wie möglich anhäufen, aber das kann so schnell weg sein, ne? Ja, richtig, richtig. Ja, hat Spaß gemacht und jetzt kann ich auch irgendwie schon duschen gehen. Ja, dann viel Spaß beim Duschen. Nee, ja, Leute. Wenn die Gummi nicht so gummimäßig wären, hättest du ja nicht so einen Spaß dabei, dass sie dir auch mal runterfallen. Ne? Sonst würdest du ja nur hochstecken und... Ja, klar. Genau, das war's. Genau. Ja, wir hatten erst die Idee, ob man die vielleicht auch snappen kann, dass man die in die Nähe hält und die dann so magnetisch zusammenrutschen. Aber das wäre dann zu einfach, finde ich jedenfalls. Und da ich im Game Design das letzte Wort habe, haben wir es mir ein bisschen. Ja, ich meine, man kann ja verschiedene Modis einbauen, ne? Ja, klar. Ja, wir werden mit dem nächsten Update auch noch andere Spielmodi reinnehmen, sprich ohne Pistole. Also Power Stacking würden wir es dann nennen, dass man so viel wie möglich in kurzer Zeit. Ja, das ist auch cool. Muss, dass die Blöcke viel schneller spawnen, das kann man alles einstellen. Ja. Das kannst du jetzt hier oben hin machen. Genau. Da brauchen wir eine Leiter hier. Mein Rekord in 2 Minuten waren 25 Stück, also. Ah, guck mal, genau. Hoshi. Man sieht beim Hoshi auch, man kann ein bisschen einstellen. Genau, hier haben wir ein Menü. Genau. Recenter Height und dann haben wir hier Plus Minus. Und dann kannst du auch die Zwergen-Variante spielen. Na du Kleiner, möchtest du mitspielen? Wo ist das Finger-Tracking? Wo ist der Mittelfinger? Wo ist der Mittelfinger? Ja. Ja, Leute, so, danke für die Aufnahme. Auch, ich habe meine Kalorien verbraucht. Gerne. Hat Spaß gemacht? Ja, sehr cool. Sehr gern wieder. Also lasst euch gerne mal blicken auf den Server hier. Mach mal. Auf jeden Fall, alle Zuschauer da draußen, schaut euch definitiv mal Stack Defense an. Link ist in der Beschreibung bei mir und bestimmt beim Chris Reality auch. Natürlich. Genau. Die Musik von Chris ist echt super, die müsst ihr euch echt reinziehen. Aber das könnt ihr nur, wenn ihr das Spiel kauft. So ist es. Genau, exklusiv. Das ist wirklich exklusiv und hat das super gemacht. Also, echt wunderbar. Okay. Bis dann, ciao. Tschüss. Ciao.